Guten Abend aus dem literarischen Kolloquium. Rund um unsere Villa am Wannsee liegt Schnee. Wir haben alle Fenster geputzt, die Böden sind gebonert. Es ist alles bereit für Sie, unser Publikum. Wir vermissen Sie und freuen uns sehr, dass Sie von zu Hause aus an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Herzlich willkommen zum Auftakt einer Veranstaltungsreihe, die im LCB das Jahr 2021 prägen wird. Vor 100 Jahren wurde Friedrich Dürrenmatt geboren und jenseits der allfälligen Schullektüren scheint sich herauszukristallisieren, dass besonders sein Spätwerk Stoffe für heutige Leserinnen und Autorinnen interessant ist. Dürrenmatts Stoffe sind ein ausgefuchstes Spiel mit dem Genre Autobiografie. Sie sind eine Einführung in Werk- und Gedankenkosmos des Autors. Das Buch fragt nach Prägungen, schildert Denk- und Arbeitsprozesse. Es setzt sich mit den ökonomischen Aspekten einer schreibenden Existenz auseinander. Außerdem schreibt Dürrenmatt Traditionen, Topoi, Mythen fort. Das LCB schätzt Dürrenmatt und sein Werk sehr. Wir wollen aber nicht beim Abfeiern eines Klassikers stehen bleiben, zumal das dem Geehrten selbst höchstwahrscheinlich ein Graus wäre. Vielmehr ist Dürrenmatt Ausgangspunkt, wenn wir in diesem Jahr fragen, aus welchen Stoffen die deutschsprachige Gegenwartsliteratur gemacht ist. Wir fragen Autorinnen und Autoren danach, welche Stoffe sie beschäftigen, woher diese Stoffe kommen, wie mit ihnen verfahren und gearbeitet wird, welche davon zu Büchern werden und welche verworfen werden müssen. Literaturwissenschaftliche Seminare klamüsern gern an der Frage herum, was denn in der Literatur ein Stoff, was ein Motiv, was Topos oder was Thema sei. So wichtig definitorische Fragen sein mögen, in unserer Reihe sollen nicht Definitionen im Zentrum stehen, sondern sehr konkrete Fragen nach dem Woher und Wohin von Literatur als Kunst heute. Dabei werden wir sehr unterschiedliche Konstellationen und Veranstaltungsformate präsentieren und wir möchten unbedingt auch Experimente wagen. Nicht nur technisch mit Zoom und allem drum und dran, sondern auch in den Konstellationen, in den Formaten, in den Begegnungen, die hoffentlich bald wieder hier am Wannsee stattfinden können. Unsere Reihe wird ermöglicht durch eine Förderung des Deutschen Literaturfonds aus dem Programm Neustart Kultur, das die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien finanziert. Danke. Alle Autorinnen und Autoren, die sich an der Reihe beteiligen, sind eingeladen, auch unser digitales Archiv, unsere Stoffe-Sammlung mitzugestalten, mit Texten, mit Bildern, mit Material aller Art. Die vier Gäste des heutigen Abends haben bereits geliefert. Ihre Beiträge stehen neben Fragen, die wir schon im Vorfeld in einem Mailwechsel ausgetauscht haben, zum Themenkomplex literarische Stoffe heute Abend im Mittelpunkt. Die Stoffsammlung ist online auf unserer Seite www.lcb.de. Da finden Sie auch die Texte, die heute Abend vorgelesen werden und sehr bald noch viele andere. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich zu Hause an Ihren Geräten die vier Autorinnen und Autoren des heutigen Abends begrüßen darf. Eva Menasse ist bei uns. Sie wurde 1970 in Wien geboren. 2005 betrat sie mit Aplomb die literarische Bühne mit ihrem Romandebüt Vienna. 2009 folgte Lässliche Todsünden, eine Erzählungssammlung, dann ihr Roman Quasikristalle. Sie wurde vielfach mit Preisen ausgezeichnet, zum Beispiel mit dem österreichischen Buchpreis für ihre letzte Veröffentlichung, den Erzählungsband Tiere für Fortgeschrittene. Herzlich willkommen, Eva Menasse. Hallo. Angela Steidele ist aus Köln zugeschaltet. Sie wurde in Bruchsal geboren, 1968. Am Anfang ihrer Karriere hat sie die Geschichte gleichgeschlechtlicher Lieben erforscht und davon erzählt, in Sachbüchern. Für ihr literarisches Debüt Rosenstengel
wurde sie 2015 mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet. Zuletzt hat sie eine Trilogie veröffentlicht, eine Trilogie zu biografischem Schreiben. Im Zentrum steht Anne Lister und ihre Tagebücher, sehr zu empfehlen. Lutz Seiler, 1963 in Gera geboren, lebt in Wilhelmshorst, einmal von hier aus durch den Wald und in Stockholm. 1995 debütierte er mit dem Gedichtband Berührt, geführt. Seither hat er Gedichtbände veröffentlicht, Bände mit Aufsätzen, Romane, auch vielfach ausgezeichnet. Zuletzt für seinen Roman Stern 111 mit dem Preis der Leipziger Buchmesse 2020 in der Kategorie Belletristik. Matthias Nawrat, 1979 in Polen geboren, in Opole, debütierte 2012 mit dem Roman Wir zwei allein. Er war Stipendiat hier im LCB. Zuletzt ist 2019 sein Roman Der traurige Gast erschienen, für den er 2020 mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen alle vier zu Hause an den Geräten. Die meisten haben ein Glas Wein parat, ich auch. Das wird unsere Gespräche hoffentlich verflüssigen. Zu Beginn des Abends noch einmal zurück zu Friedrich Dürrenmatt. Ich möchte kurz das Zitat vorlesen, das eine Art Initialzündung war für uns zu dieser Reihe und das sich in den Stoffen im Abschnitt Mondfinsternis findet. Der Entstehung von Stoffen nachzuspüren ist nicht einfach. Oft sind es Erinnerungen, die sich im Unbewussten mit einem Einfall verbunden haben, der, taucht er wieder auf, scheinbar nichts mit den Erinnerungen zu tun hat. Indem ich die Entwicklung meines Denkens anhand der Geschichte meiner ungeschriebenen und damit unwillkürlich auch meiner geschriebenen Stoffe darzustellen versuche, genauer noch der Beziehung zwischen Erleben, Fantasie und Stoff nachtaste, um eine Dramaturgie der Fantasie aufzuspüren, lässt sich Autobiografisches nicht vermeiden, damit auch nicht Lappalien, ja Läppisches, allein deshalb, weil auch im Nebensächlichsten oft die Keime zu Stoffen liegen. Bleibt das Autobiografische jedoch nebensächlich bloße Lappalie, ist es fallen zu lassen. Das hat uns interessiert, diese Formulierung von den Keimen zu Stoffen, die Beziehung zwischen Erleben, Fantasie und Stoff, das war eigentlich das, was uns dazu brachte, diese Reihe ins Leben zu rufen und mit möglichst vielen Autorinnen und Autoren über ihre Stoffe reden zu wollen. Meine erste Frage an alle vier, da geht es ausgehend von diesem Zitat um das Läppische, um Lappalien. Ist es ein Mythos, den Dürrenmatt hier inszeniert, oder gibt es tatsächlich, ist euch das schon mal passiert, dass irgendeine Lappalie sich zu einem literarisch verwertbaren Stoff entwickelt hat? Jetzt schauen wir, ob unser Format funktioniert. Wenn keiner sich zu antworten traut. Keiner will über etwas Läppisches sprechen wahrscheinlich. Ob etwas eine Lappalie ist, ist ja nicht gesetzt, sondern ein Urteil von dem oder derjenigen, der also findet, dass ein Gegenstand eine Lappalie sei. Im Sinne des Patriarchats beschäftige ich mich ausschließlich mit Lappalien. Ja, geradezu einer Quantité negligeable, denn ich schreibe immer über die Geschichte von Frauen. Wenn das kein Keim zu Stoffen ist. Also ich habe bei meinem letzten Buch Tiere für Fortgeschrittene sozusagen den umgekehrten Weg eingeschlagen, weil ich immer das Gefühl habe,
ich brauche sozusagen eine Lappalie, um zum Schreiben überhaupt anzufangen, weil schreiben könnte man theoretisch über alles und das ist so groß, dass man dann gar nicht mehr schreibt. Und dieses letzte Buch ist ja von kuriosen Tiermeldungen ausgegangen, die ich aus den Zeitungen ausgeschnitten habe. Und ich habe viele davon gesammelt und irgendwann mal die ganze Schachtel voller Meldungen genommen und gedacht, jetzt schaue ich da mal rein. Und die Meldung, die mir gefallen hat, die ich rausgezogen habe, die sollte dann sozusagen zu mir sagen, was für eine Erzählung ich daran hängen will. Also das ist sozusagen das umgekehrte Verfahren und da kann ich Angela nur zustimmen, eine Lappalie ist ein Werturteil. Also eigentlich kann man ja aus allem, in fast allem steckt ja ein Kern, aus dem man dann später was machen kann. Also das kann man bei so einem umgedrehten Verfahren ganz schön sehen. Aber das ist ja eigentlich ein klassisches Verfahren, tatsächlich die, weiß ich nicht, in der Zeitung, die vermischte Seite zu nehmen und gucken, was gibt es da für Tiermeldungen, die zu sammeln und dann zu gucken, wann baut sich da was auf aus diesen Meldungen, die wahrscheinlich immer im Vermischten oder im Sonstigen stehen. Aber das macht vielleicht schon so eine Art von Verfahren sichtbar, wie man eben Lappalien zu wertschätzen lernt. Also, weil ich würde sagen, dass die Geschichte sozusagen meines Schreibens, also wenn ich jetzt so das Buch für Buch angucke, dann war es immer der Versuch, einen neuen Weg zu finden, gerade Lappalien oder Details besonders achtsam irgendwie oder wertschätzend zu behandeln. Und sehr häufig dann mit dieser Einstellung, also sozusagen mit dieser Wertschätzung für das Kleine, für das entweder beobachtete Kleine oder für das Wort auf einem Beipackzettel eines Arzneimittels. Das sind dann tatsächlich oftmals Keime für Größeres. Da muss aber noch mehr dazukommen sozusagen zu der Lappalie. Eben diese Wertschätzung und dieses irgendwie, ja vielleicht manchmal sogar Aufplustern der Lappalie oder so. Vielleicht ja. Gibt es ja sogar gar keine Lappalien, sondern nur längliche Darstellungen. Das ist eine schöne Bemerkung. Das hätte Dürrenmatt wahrscheinlich gefallen. Ja, okay. Also ich knüpfe an das, was Matthias gesagt hat. Ich finde den Begriff des Details wunderbar. Also das ist für mich ein handhabbarer Begriff auch in der Schreibwerkstatt. Das ist, jedes Detail kann sehr, sehr interessant werden für die Schreibarbeit. Und wenn man schon längere Zeit auch auf irgendetwas kniet und relativ verzweifelt ist dabei und es nicht vorangeht, dann ist es oft ein Detail, das mich mit einem Schlag weiterbringt oder das eine Art auch eine Portalfunktion haben kann für das Erzählen dieses Textes. Ich war damals bei meinem Roman Crusoe auch so ziemlich verzweifelt, muss ich sagen, weil es nicht klappte und wir waren damals der Villa Massimo. Ich wollte nur schreiben, nichts von Rom sehen. Das war wahrscheinlich schon der erste große Fehler. Dann gab es dann schon so Vorstellungen von Figuren und so, aber das fügte sich alles nicht. Die Vorstellung von einem russischen General, der wie ein Deus Ex Machina auftaucht, das war interessant für mich und das schien für die Zeit gut und handhabbar, aber es fehlte irgendwas. Und dann gab es so ein Freiluftkonzert in dieser wie im Villino oder Villa Massimo, in so einem herrlichen Bogengang, auch mit, es sah so aus wie da, wo Thorsten jetzt sitzt, mit diesen Säulchen und so, da saßen wir und es spielte einer Saxophon. Und plötzlich habe ich gesehen, dass der General am Strand steht und so eine kleine schlappe Ostseewelle seine Hosenbeine nass macht. Und das war plötzlich für mich ein sozusagen der atmosphärische Wert dieses Bildes war so schlagend, stimmte so sehr überein mit dem, was ich erzählen wollte, also mit der Atmosphäre der Geschichte, dass es dann eben das entscheidende Detail war, wie ein Portal, durch das ich hindurchgehen konnte in den Raum der Geschichte, kurz gesagt. Ich habe überhaupt das Gefühl, dass wenn man so wie wir vier von der praktischen Seite, und so verstehe ich euch drei anderen jetzt auch, an das Schreiben denkt, dann, also für mich ist es so, das Wort Stoff ist mir sowieso immer zu groß. Also ich brauche eigentlich eher den Faden. Ich schaue da jetzt hinter Angela und
sehe die Reste und die Kleiderpuppe. Also es ist eher so der Faden der Ariadne, der einen dann in den Stoff, in das Labyrinth reinführt. Also und da sind wir, glaube ich, uns gerade alle so ein bisschen einig gewesen, das Detail eben, mit dem Detail beginnt man und dann geht man rein. Also wenn man mich fragen würde, was für einen Stoff bearbeitest du gerade, würde ich wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, was ich mit der Frage anfangen soll. Ich habe zur Vorbereitung unseres Gesprächs nochmal im etymologischen Wörterbuch nachgeguckt, woher Text genau kommt. Und das ist ja in der ursprünglichen Bedeutung, ist Text Gewebe. Ne? Textere heißt weben, wohl verwandt mit dem griechischen Techne, also Handwerk, Kunst, Fertigkeit. Das heißt, indem wir Faden spinnen, Eva, schreiben wir und verweben Stoffe zu Texten, also vielleicht gar nicht trennbar. Das finde ich schon mal sehr schön als ersten Befund, dass dieses Stoff sehr groß ist und der Faden tatsächlich eigentlich das ist, woran man sich besser festhalten kann. Wir wollen im Lauf des Abends diese sehr kurzen Texte, die ihr vier geschrieben habt für unser Archiv, vorlesen, beziehungsweise als Publikum uns anhören, dann darüber und andere Fragen sprechen. Und ich darf Angela Steidele bitten, mit ihrem kurzen Statement zu beginnen. Danke sehr. Mein Beitrag trägt den Titel Hosen. Als Greta Garbo 75 Jahre alt wurde, lief im Fernsehen einer ihrer Filme. Eigentlich wollte ich, 12, lieber lesen. Unschlüssig stand ich in der Wohnzimmertür. Nach einem wilden Galopp rannte eine schlachsige Gestalt in Stulpenstiefeln eine Freitreppe hoch, zwei Stufen auf einmal, und eilte durch eine Burg. Ich zum Sofa. Einstellung im Profil. Der schwarze Hut verdeckt das Gesicht. Entschuldigung. Von dem Spurt hebt sich ihre Brust. Meine auch. Endlich nimmt sie den Hut ab. Und es ist um mich geschehen. Später im Film küsst Königin Christine ihre Hofdame auf den Mund und die Stubenmagd in einem Landgasthof hätte gern etwas mit ihr. In der letzten ikonischen Einstellung segelt sie nach ihrer Abdankung allein, frei und erhobenen Hauptes in eine ungewisse Zukunft. Meine Zukunft sollte darin bestehen, nach und nach zu entschlüsseln, was ich soeben gesehen hatte. Im Leben wie im Schreiben. Mein erstes Buch widmete ich der Liebe zwischen Frauen als Stoff in der Literatur der Goethezeit. Als zweites schrieb ich die Biografie einer Frau in Männerkleidern. Weitere Bücher über intellektuelle Lesben ante verbum folgten. Ästhetische Fragestellungen durchdrangen dabei stets die historische Recherche. Ob Hollywood 1933, Yorkshire 1833 oder Weimar 1813, wie sag ich unsagbar. Keine Schule des Ästhetischen lehrt zärtlicher, subtil zu sprechen als The Love That Dares Not Speak Its Name, Shakespeare. Dabei eiere ich mein ganzes Leben um den eigentlichen Stoff herum. In Los Angeles, New York und Stockholm suchte ich schon die Häuser auf, die Greta Garbo bewohnte. Streifte in Uppsala durch das trutzige Schloss, in dem Christina 1648 abdankte, wohnte in Rom neben ihrem Palazzo und pilgerte zu ihrem Sarkophag im Petersdom. Herausgekommen ist dabei noch nichts. Gibt es Stoffe, die einfach zu groß sind, um bewältigt zu werden? Welcher Stoff? Ikonen? Widerspenstige? Nervensägen? Worin unterscheiden sich Stoff, Motiv und Inspiration? Aus welchem Stoff Greta Garbos Hosen als Königin Christine waren, weiß ich auch immer noch nicht. Dank, Angela.
Wir waren natürlich sehr neugierig, als wir ganz vielen Autorinnen und Autoren sagten, schreib uns doch bitte mal einen kurzen Text zu einem Stoff deiner Wahl. Und dann kamen diese Hosen bei uns an. Wir hätten uns nie getraut, sowas zu fragen wie, gibt es denn so einen Stoff, der dein Leben prägt, einen Lebensstoff oder so? Und dann ich gestehe es, ganz entzückt, als eine der ersten quasi Rücksendungen, die kamen. Dieser Text war, wo es ja tatsächlich ums große Ganze geht, um diesen, ja, um dieses Thema, diesen Stoff, um das es geht im Leben wie im Schreiben, wie du schreibst. Und dann so schön, dass du darum rumeierst seither um diesen Stoff. Dieser Lebensstoff, dieser Moment, der da plötzlich da war, ist das was oder ist das so ein Gefühl, das die anderen teilen? Oder ist das tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und bei anderen verhält sich das ganz anders und es entwickelt sich wieder quasi von Buch zu Buch ein ganz neuer Stoff und es beginnt die Reise immer wieder von vorne? Oder ist es auch bei dir, Angela, so, dass tatsächlich das so im Hintergrund ist, Königin Christine, und auch da immer wieder neu angeknüpft werden muss? Wie ist das mit diesen Lebensstoffen, die so groß zu sein scheinen, aber dann doch immer wieder an die Oberfläche drängen? Naja, also ich glaube, dass die anderen dazu auch sehr viel beizutragen haben. Wenn ich noch kurz hier soll, würde ich sagen, es ist ja ein riesiger Steinbruch, der sich da in meinem Fall aufgetan hat, als ein Lebensarchiv. Und ich bruckele immer wieder kleine Brocken daraus, die ich versuche zu fassen zu kriegen, ohne dass mir das große Ganze je gelänge, beziehungsweise vielleicht muss ich begreifen, dass es um dieses große Ganze gar nicht geht. Es ist ja, Eva hat vorhin das Stichwort, den Begriff Meldungen genannt. Jedes Buch beginnt ja mit, oder zumindest bei mir, ich glaube, bei den anderen ist es ähnlich, mit einer Sammlung von Informationen, von Schnipseln. Man hat eine fixe Idee, wie ich zum Beispiel, von der ich jetzt geschrieben habe, schnappt alles auf, was man dazu kriegen kann, ohne unbedingt direkt was zu planen, sondern saugt es auf, in konkreten Ordnern wahrscheinlich, Sammlungen, Bibliografien und so weiter. Und irgendwann kommt der Moment, wo man verdichten möchte und also diese Sammlung befragt, wer bist du denn sozusagen? Und eventuell ist hier der Moment, wo die Frage sich entscheidet, bist du denn wirklich ein Stoff, aus dem ich etwas machen kann? Und ich glaube, dass die ästhetische Fragestellung dann kommt, wie kann ich dich packen? Vielleicht über eine Figur. Lutz hat gerade eben von dem schönen Bild erzählt, das ihn weitergebracht hat, ihm den Zugriff geliefert hat zu seiner Sammlung. Es ist also ein ästhetisches Moment, das dazukommen muss, die Entscheidung für eine Form oder einen Ton, um zu begreifen, was für einen Stoff man denn da hat. Und ich mache die Erfahrung, wenn ich diesen Kniff nicht habe, dann bleibt eine Sammlung einfach nur eine Sammlung. Und sei es die Lebenssammlung, sie ist dann zu groß. Wie ist es bei den anderen mit den Formen? Also ist das tatsächlich eine Erfahrung, die allgemein so ist, dass sich ein Stoff dann jeweils eine Form sucht und das der Moment ist, wo das Schreiben beginnen kann? Also ich kann sehr viel damit anfangen, was in diesem Text praktisch das Unausgesprochene bleibt. Weil ich hatte das Gefühl bei diesem Text, dass auch schon die Hose praktisch nur das Bild für das Unausgesprochene ist oder diese Filmszene. Und mir geht es so ähnlich, dass sich praktisch alles wie in so einer planetaren Bewegung um das große Unausgesprochene ständig dreht. Und dass jede Form im Grunde genommen, also jede die Suche nach der sprachlichen Form, also Form meint ja auch schon auf sprachlicher Ebene, ja, also im einzelnen Satz oder bei der Wahl von Motiven oder bei der Wahl von Rhythmen.
Rhythmus und so weiter, das hat ja, ist ja streng verbunden mit der Form. Und die Suche danach bestimmt dann im Grunde genommen irgendwie das Verhältnis zu diesem Unausgesprochenen. Also man könnte sagen, so die Zentripetalkraft wird dann definiert und dadurch auch die Entfernung vom Kern. Aber zum Kern möchte ich zum Beispiel auch, also ich habe so ein zwiespältiges Verhältnis dazu. Ja, ich möchte wissen, was ist es, aber ich darf nicht zu nah drankommen. Also sozusagen für mich ist der Text irgendwie, steht immer in so einem Spannungsverhältnis und die Form dient eben dazu, mich einerseits davon fernzuhalten, also es mir so zu entfremden, dass ich es ertragen kann sozusagen, dass ich es anschauen kann, aber gleichzeitig in dieser Spannung zu diesem Unausgesprochenen zu bleiben. Und so in diesem Sinne würde ich auch sagen, ich habe so bestimmte Bilder seit der Kindheit schon, die ich mit mir mittrage, einen bestimmten Bruch in meinem Leben, der extrem, also wie so ein metaphysischer Moment ist. Und da sind konkrete Dinge und ich habe das Gefühl, jedes der Bücher, die ich schreibe, die kreisen irgendwie darum auf unterschiedlichen Bahnen, aber sie kommen da nie hin. Und vielleicht wäre es auch nicht gut, wenn sie da hinkämen. Also wenn ich es aussprechen könnte, müsste ich mich damit nicht mehr beschäftigen oder so. Ja, das kommt mir absolut schlüssig vor für meine eigene Arbeit. Ich wollte nämlich gerade vorhin, wie es um den Lebensstoff ging, dachte ich, also ich bin erst viele Jahre später draufgekommen, aber es gibt eine Geschichte in meiner Familie, die bestimmt der Anfang jedes Schreibens bei mir ist, auch schon des Schreibens vor dem literarischen Schreiben, weil ich habe ja schon sehr jung als Journalistin begonnen und ich wollte immer schreiben. Und diese Geschichte ist die Geschichte meines Vaters, die wiederum aus zwei Einzelszenen besteht. Die eine eben, als er mit 8 Jahren am 1938 in Wien auf dem Bahnhof stand und mit einem Schild mit seinem Namen um den Hals weggeschickt wurde nach England, also um ihn vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. Und die andere Geschichte ist die seiner Rückkehr, wo er dann 1947, also 9 Jahre später, kein Wort Deutsch mehr könnend zurück nach Wien kam und dort am Bahnhof seinen Eltern gegenüberstand, die er nicht mehr erkannt hat, weil er sich an ihre Gesichter nicht mehr erinnern konnte und mit ihnen auch nicht sprechen konnte. Das sind so diese beiden Geschichten. Und alles, was ich wollte immer schreiben und irgendwie war das immer in meinem Kopf. Und als ich meinen ersten Roman geschrieben habe, der immer so als Familienroman beschrieben wird, was er wahrscheinlich auch ist, habe ich dann irgendwann gemerkt, dass ich genau diese Szene nicht, also ich kann sie zwar irgendwie andeuten, aber ich kann sie nicht ausformulieren, ich kann sie nicht beschreiben, ich kann sie nicht erklären, ich kann nicht die Lösung hier bringen, sondern ich baue eigentlich den ganzen Roman, genau wie du, Matthias, gerade gesagt hast, um diese schweigende Kapsel herum dieses Erlebnisses. Und ich habe im Grunde genau dasselbe jetzt gerade gemacht. Ich habe meinen neuen Roman gerade abgeschlossen. Der erscheint dann irgendwann in ein paar Monaten. Und auch da bin ich auf einen Stoff gestoßen, um jetzt dieses große Wort wieder zu benutzen. Der Stoff ist ein wirklich unbeschreiblich großes, schreckliches Verbrechen am Ende des Zweiten Weltkriegs, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Und als ich begonnen habe, diesen Roman zu schreiben, habe ich gemerkt, es geht nur darum, nicht über dieses Verbrechen zu schreiben, sondern immer nur drumherum. Also als wäre das so eine stumme Mitte dieses Romans. Und es ist einfach meine Aufgabe, das rundherum so genau zu beschreiben, dass man das, was nicht beschrieben wird, sozusagen irgendwie sehen kann, wie so einen Spuk. Also mir kommt das mit der Zentripetalkraft gerade sehr, sehr schlüssig vor für meine eigene Arbeit. Ja, leuchtet mir auch ein. Also man könnte sagen, die Literatur als Paraphrase für das, was nicht gesagt werden darf oder übrigens, kann. Übrigens, entschuldige, wenn ich nur ganz kurz noch was sage, ich möchte nicht ins Wort fallen, aber das gilt ja übrigens auch für die ganz kleine, für das ganz kleine Element im Schreiben. Die genialen Szenen aller unserer großen Vorbilder sind die, wo die Lücke im Text ist, ne? Also wo nicht das ausgesprochen wird, was man denkt, sondern nur das Drumherum. Das geht ja sozusagen bis in die Formulierung rein, dass das literarische Schreiben eigentlich immer die Lücke freilässt für das Denken des Lesers. Entschuldige, Lutz, du. Ja, ich hatte eigentlich schon fast alles gesagt. Und es ist ja auch, das geht ja bis ins Vokabular, dass man ein bestimmtes Vokabular nicht benutzen darf bei Strafe des Abstürzens deines Textes oder so, ja. Also es ist ein Balanceakt, der eben was damit zu tun hat, wie Literatur funktioniert, eben auf diese indirekt treffende Art und Weise, so würde ich sagen. Aber man kann das Ganze auch umdrehen, und das hat mich an Angelas Text
sehr interessiert. Ich glaube, sie sagt es ganz am Anfang oder du sagst in deiner Fragestellung, keine Ahnung, ob es nicht sein kann, dass die Form sich ihre Stoffe sucht oder so. Ja? Und also wir müssen ja so ein bisschen dialektisch bleiben. Und ich glaube, dass, also aus meiner Erfahrung kann ich sagen, jetzt also zum Beispiel von den Gedichten her, dass es absolut so ist, dass ein bestimmter Rhythmus zum Beispiel oder eine musikalische, eine Tonfolge oder so etwas provoziert eine bestimmte Sentenz in der Sprache. Und diese Sentenz wiederum ruft anderes Vokabular auf. Und dadurch entsteht plötzlich was. Also plötzlich gibt es so ein Thema für ein Gedicht oder so etwas. Und ich habe früher immer gedacht, dass, also ich habe das auch in Diskussionen zu vertreten, dass man das ziemlich auseinanderhalten sollte. Also die, wie das funktioniert mit den Gedichten und wie das funktioniert in der Prosa mit den Romanen und so weiter. Aber inzwischen denke ich, dass die Prosa auch ähnlich funktioniert. Also wenn ich einen Erzählton gefunden habe, dann gehört dazu auch ein ganz bestimmtes Vokabular. Und mit diesem Vokabular, also das muss alles passen, kann ich dann ein bestimmtes Thema auch bearbeiten, mit einem anderen nicht. Also es gehört sozusagen tatsächlich diese Formfragen sind dann immer schon Inhalt. Es ist eben, das geht immer hin und her, hin und her, hin und her. Also ich wollte nur sagen, das schien mir eine sehr, sehr vertraute Sache, dass bestimmte Formen, dass man über eine Form Inhalte aufruft. Und oftmals hat das was mit, bei mir jedenfalls, mit dem Ohr zu tun. Also das Ohr ist das Leitorgan, also das auf die Sprache hörende Ohr. Der Stoff. Was soll man sagen? Der Stoff das Problem sucht sich seine Form. Ich hatte schon von diesem Briefwechsel, von unserem E-Mail-Wechsel im Vorfeld erzählt. Und da hatte Eva dieses schöne, also es gibt ja nicht nur den einen Friedrich, also nicht nur den Dürrenmatt-Friedrich, sondern es gibt natürlich auch noch den anderen Friedrich, nämlich den Schiller-Friedrich. Und ich fand das sehr schön, dass dann sogar tatsächlich auch noch Zitate kursierten. Eva, du hast ein Zitat aus den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen von Schiller geschickt, wo es auch um Stoff und Form geht, was, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr gut passt und sehr interessant ist, wo es darum geht, dass der Meister den Stoff durch die Form vertilgt. Hast du das gerade parat und möchtest es uns im schillerschen Tone vorlesen vielleicht sogar? Ganz zufällig habe ich es parat. Ich habe diesen Hinweis, verdanke ich übrigens meinem Freund Michael de Maat, der der viel größere Gebildete in der Literaturgeschichte ist, also das nur für Ehre, wem Ehre gebührt. Friedrich Schiller, das ist wirklich ein geniales Zitat, sagt, darin also besteht das eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, dass er den Stoff durch die Form vertilgt. Und je imposanter, anmaßender, verführerischer der Stoff an sich selbst ist, je eigenmächtiger derselbe mit seiner Wirkung sich vordrängt oder je mehr der Betrachter geneigt ist, sich unmittelbar mit dem Stoff einzulassen, desto triumphierender ist die Kunst, welche jenen zurückzwingt und über diesen die Herrschaft behauptet. Also der Stoff muss die Form wiederum vertilgen. Sehr schön. Also der Künstler vertilgt den Stoff durch die Form. Ja, so ist es. Jetzt fand ich an diesem Zitat besonders schön, dass Sie ja alle gesagt haben, oh, Stoff, das ist ein sehr großes Wort, ein sehr großer Begriff. Und jetzt kommt hier noch der Begriff des Meisters dazu. Das fand ich an diesem Zitat besonders schön, dass der Meister es eben schafft, dass er den Stoff durch die Form vertilgt. Also diese Beziehung von Stoff und Form, ja, das scheint tatsächlich so ein Knackpunkt zu sein. Ich fand sehr schön dieses Bild des Umkreisens eben eines Stoffes. Und da findet sich dann diese Form in einer, ja, in einem bestimmten Moment, in einer bestimmten Tonlage. Gibt es noch andere Bemerkungen zu diesem Thema Stoff und Form oder wollen wir zum nächsten gehen? Angela, du siehst aus, als wolltest du was sagen. Ja, ich kann wenigstens das muss ich anbringen, dass ich den Geniekult, der sich in diesem Schiller-Zitat äußert, dem kann ich natürlich nicht zustimmen. Aber mal das beiseite gelassen,
formuliert er etwas, das wir jetzt hier im Kreis ähnlich gefasst haben, mit diesem Bild der Zentrifugalkraft. Denn letzten Endes sagt er ja, literarisches Schreiben, Kunst ist eben nicht Journalismus. Journalismus würde dieses Geschehen, meinetwegen, um das es geht, ausbuchstabieren. Und Literatur wird es erst, wenn ein Rest, ein ästhetischer Restwert bleibt, der zu einer Erkenntnis des Lesers, der Leserin führt, die eben nicht durchbuchstabiert ist. Diese Leerstelle, von der Eva auch gesprochen hat. Das heißt, vielleicht fassen wir gerade ganz spannend, dass warum Stoff eben nicht mit unseren Infosammlungen, Meldungen und Ordnern zu verschiedenen Themengebieten identisch ist. Also zum Thema Geniekult würde ich nur noch sagen, das habe ich da gar nicht so reingelesen. Ich denke, wenn wir uns, also wenn wir schreiben, dann wollen wir das, was wir tun, irgendwie meistern. So ist das, also ich würde es eher mit dem vom Verb her angehen. Das war als Einschränkung. Also für mich wird das schon so eine Art, also ich verstehe dieses Zitat, ich verstehe sozusagen dieses Zitat für mich eine bestimmte Seite oder eine bestimmte Vorstellung von Literatur irgendwie transportiert, nämlich eben, wie du gerade sagst, Eva, dass man den Stoff meistert über die Form, also dass die Form praktisch in gewisser Weise den Stoff aufhebt, also derart sozusagen gut hält, dass sie ihn halten kann. Und das, da habe ich so ein zwiespältiges Verhältnis immer dazu, weil einerseits bin ich schon der Meinung, dass Literatur das Leben oder so oder die Condition humaine auf eine Form bringen muss, auf das es praktisch erstens irgendwie verstehbar, zweitens aushaltbar und drittens irgendwie auch mit humanistischer Hoffnung zu tragen ist. Aber auf der anderen Seite, finde ich, erzählen birgt auch immer die Gefahr, dass es zu rund wird. Also, dass die Form sozusagen so alles aufhebt, dass wir uns hinterher auf die Schulter klopfen und sagen, naja, klar, das haben wir jetzt mal, also so im aristotelischen Sinne sozusagen, diese Katharsis, ja, wir haben das jetzt durchstanden und können das Buch beiseite legen. Und ich finde, es gibt schon das Problem, dass bestimmte Themen, dass die meiner Meinung nach können nicht so behandelt werden. Die müssen eine Irritation hinterlassen. Also es muss irgendwo ein Bruch in der Form vorhanden sein. Und irgendwo, die Frage ist dann sozusagen, wie meisterhaft kann man das machen? Ja, kann auch der Bruch sozusagen durch den Meister oder die Meisterin geplant sein oder nicht? Aber irgendwo muss sozusagen eine Redundanz oder ein Überschuss oder ein irgendwas, eine Wunde oder etwas Verletzendes in dieser Form sein, sodass wir eben nicht hinterher sagen können, so, das haben wir jetzt, ja, wir haben jetzt diesen Massenmord behandelt und können uns moralisch, weil wir sozusagen darüber gelesen haben, sind wir moralisch überlegen und können das wegstellen. Weil das ist irgendwie so an dieser Grenze, sich zu bewegen und sozusagen das eine wie das andere aufrechterhalten zu können, das ist, glaube ich, irgendwie so ein Balanceakt, den ich nach wie vor problematisch finde und der mich immer auch ratlos zurücklässt. Nach jedem Buch denke ich, ja, eigentlich bin ich gescheitert, das ist irgendwas nicht. Das ist jetzt wieder ein anderer Punkt, aber ich glaube, ich könnte hier die vereinnahmende Position versuchen zu formulieren, weil Angela gesagt hat, journalistisches Erzählen, ja, dass man die richtige Form findet, heißt ja nicht, dass es die runde Form ist. Also jeder Stoff bietet ja, das habe ich in meiner E-Mail an euch geschrieben, jeder Stoff bietet ja erstmal eine herkömmliche Form an. Ja? Also wenn wir jetzt von meinem vorhin nur ganz skizzierten Romanthema ausgehen, dann ist ein unaufgeklärtes Verbrechen natürlich ein klassisches Whodunit. Ja? Dann schreibst du sozusagen, wie der Journalist das dann aufklärt oder der Krimi-Autor. Ja? Und ich denke dann, dass eben literarisches Schreiben versuchen muss, immer genau jede Erwartung zu unterlaufen, die sozusagen die banale Textform abrufen würde. Ja? Also eben genau das Fragmentarische in diesem Fall und das Unklare und auch wieder die Leerstelle. Ja? Und dass das dann die angemessene Form auch übrigens im moralischen Sinne für so einen Stoff wäre. Also sozusagen, dass wir uns da, ich will sagen, dass wir uns ja eigentlich in höheren Sphären der Stoffbearbeitung befinden. Und so lese ich eben auch Schiller. Mhm.
in diesem Zitat. Und die Literatur vermag da ja sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Ich stimme euch beiden komplett zu. Das Entscheidende ist doch, dass Rührung einsetzt beim Lesen. Wir wollen bewegen durch unsere Stoffbewältigung, etwas auslösen in dem Dialog, den Literatur immer darstellt. Wir machen als Autorinnen ja ein Textangebot an die Leser, die wiederum aufgreifen. Und was wir vielfach wollen, ist vielleicht schockieren, rühren, bewegen in irgendeiner Form. Wenn gleichzeitig das und sei es durch Brüche, durch bewusste Brüche gelungen ist, entsteht dann sogar ein ästhetischer Wohlgefallen, der eine gewisse Trostfunktion hat, die einzig die Kunst vermag, eine gelungene Stoffbewältigung. Journalismus ist wichtig und informiert, aber dieses bewegende Moment und das gewisse, und sei es in der Ästhetik des Hässlichen, geläuterte Moment, das durch eine literarische Stoffbewältigung eintreten kann, das ist der Mehrwert, für den wir da sind. Aber ich würde behaupten, dass diese Wirkung, die setzt voraus, dass derjenige, der sich damit beschäftigt hat, also der das aufgeschrieben hat, dass der irgendwo, also er oder sie, überfordert war. Also dass es eben nicht eine komplette Bewältigung sein kann, weil dann ist es sozusagen verpackbar und wegstellbar, sondern dass es irgendwo einen Moment des Überschusses der Unfähigkeit oder so gibt, ohne dass es mich kalt lässt. Also wenn ich das nicht spüre, dass es jemand versucht hat unbedingt und es nicht geschafft hat oder so, oder immer so am Scheitern. Also deswegen, das vielleicht lese ich auch dieses Zitat falsch, aber so stelle ich mir eben Schiller auch vor, so in dieser klassischen Idee von Literatur. Ich meine, das muss man ja nicht verwerfen, nur ich habe irgendwie das Gefühl, dass nach Schiller ja durchaus noch Literatur problematisiert worden ist in der Hinsicht und so weiter. Also, ja, aber wir können das ja für uns lesen. Also ich lese es eben so, das hat in der Klassik bestimmt ganz anders geklungen und gegolten. Und du, ich wollte nur sagen, und also es ist ja nicht so unüblich, das Scheitern in den Text mit hineinzunehmen, auf irgendeine Art und Weise. Also das gehört in den Text hinein und das ist interessant, das ist das, was ich auch lesen will. Also man muss nicht von so einem vollkommenen Erzähler ausgehen oder irgendeiner moralischen Instanz, die schon darüber fertig ist oder so, sondern ich meine, das Zweifeln gehört in den Text hinein. Genau, und der Bruch, und aber wenn ich Angela richtig verstehe, dann sind all diese Elemente sozusagen dann auch auf dem Weg zum gelungenen Kunstwerk, weil es ohne Brüche, ohne Zweifel, ohne Scheitern eben dann vielleicht doch Journalismus wäre, um es jetzt mal ganz grob zu sagen. Ich glaube, dass die Leser da draußen sehr klug sind und solche eingeplanten Brüche und so weiter sehr wohl wahrnehmen und gutieren. Im Namen aller Leserinnen und Leser danke ich für das Kompliment, liebe Angela. Das nehmen wir gerne auf. Ich schlage vor, dass wir zum zweiten Text gehen, nämlich zu dem von Matthias Navrat, nach den Hosen von Angela Steidle, also Hosen, wir ahnen ungefähr, was gemeint ist, kommt jetzt das Geistige. Es gibt einen Fantasiestoff, der aber tödlich real ist. Er besitzt Ausdehnung, er entfaltet sich im Raum, dabei ist er unsichtbar und nicht mit der Hand zu greifen. Er kann auch viskos und klebrig sein, bleibt haften, lässt einen nicht los. Er ist reiner Gedanke, er besteht aus Mythen und Geschichten und doch zeigt er sich nur in der Materie, auf dem Papier, in der Schwingung der Luft, an einer Grenzmauer, auf der Tastatur. Wo Materie zählbar und austauschbar ist, jedes Nickelatom gleicht dem anderen, ist er jeweils einzigartig,
Wenn er verschwindet, ist er nicht mehr zurückzuholen. Seine Existenz ereignete sich in der Geschichte nur ein einziges Mal. Man könnte diesen Fantasiestoff das Geistige nennen oder das Menschenleben. Dieser Stoff scheint sich nur in der Erzählung von sich selbst zu kennen und universal zu sein. Aber doch ist er gebunden an den geografischen Raum, an eine bestimmte Stadt eines bestimmten Landes, an die Konkretheit eines Ortes, an eine spezifische Geschichte. Die Entscheidungen, die die Zeit einem Menschen abverlangt, da Freiheit immer an Verantwortung geknüpft ist, sind ermöglicht und begrenzt durch den Ort, an dem jeweilige menschengemachte Umstände herrschen, ökonomische, auf dem Papier festgeschriebene, in Mauern gegossene. Der Stoff, von dem ich spreche, kann wie Materie zerstört, zerbrochen, zersetzt werden, aber seine Einmaligkeit ist doch nicht flüchtig. Unsichtbar sind die Hoffnungen, die am Materiellen zerschellen können oder darin hinabsinken, um verloren zu gehen am Grund des Mittelmeers, in einem Hinterzimmer der saudi-arabischen Botschaft in Kairo, bei einem Autounfall auf einer Landstraße, an einer Sportschuhnähmaschine, in einer Fabrik in Mexiko, auf dem nächtlichen Weg von der U-Bahn nach Hause. Aber das Verschwinden des Stoffs ist nie vollständig und so auch nicht seine materiellen Nachwirkungen. Etwas bleibt zurück bei denen, die es verwahren. Es wird Teil der Utopie. Vielen Dank. Mir hat diese Engführung des Geistigen mit dem sehr konkreten Materiellen wahnsinnig gut gefallen. Und dann natürlich am Schluss bin ich über das Wort Utopie gestolpert. Und da fiel mir auf, wir haben in den letzten Jahren, immer wenn es um Literatur ging, gerade von jüngeren Autorinnen und Autoren, ganz oft über Dystopien gesprochen, über Untergangsvisionen, Klimakatastrophe als Thema der Literatur. Und jetzt ist das letzte Wort deines Textes das Wort Utopie. Ist Literatur für euch ein utopischer Raum? Was hat es mit dieser Utopie des Schreibens auf sich? Also soll ich da erstmal antworten oder du hast sind wir das alle Wort geschrieben? Ach so, okay. Ja, also für mich, ich muss vielleicht mal anders anfangen. Also das womit Literatur für mich sehr eng verbunden ist, ist im Prinzip, weswegen ich auch über das Geistige geschrieben habe, weil ich eben glaube, dass Literatur sozusagen die höchste Form oder der Ort ist, an dem der Mensch sich seiner selbst irgendwie am tiefsten bewusst wird. Und ich bin ja eigentlich studierter Biologe, das heißt, ich habe lange Zeit mich mit einer Sprache beschäftigt, die sozusagen genau das Gegenteil ist, eine Sprache, die objektiviert und die eher so statistisch vorgeht oder eben nur das Materielle irgendwie behandelt. Und wenn man das jetzt auf den Menschen überträgt, dann ist das eine Sprache des Darwinismus und der Evolution und so weiter. Und ich glaube eben, dass Literatur genau das andere ist. Also Literatur ist praktisch ist der Ort, wo der Einzelne, also nicht die Statistik, sondern der Einzelne mit dem, was die Welt für ihn oder sie bedeutet, zur Sprache kommt. Und das ist für mich schon ein utopisches Moment, weil es nämlich genau gegen alle die irgendwie agiert, die eben dieses darwinistische Weltbild haben und die uns einreden wollen, dass die Herrschaftsverhältnisse, wie sie sind, sozusagen natürlich gegeben sind. Früher war das, hat man dann irgendwie gesagt, das ist die göttliche Ordnung. Heute spricht man davon, dass es die natürliche Ordnung ist. Und Literatur kann eben genau das durch bestimmte Verfahren, durch eben eine gewisse Art von Verzweiflung vielleicht auch, durch eine bestimmte Art und Weise mit Sprache umzugehen und Sprache zu hinterfragen, kann das sozusagen zumindest versuchen auszuhebeln und all jene irgendwie, die gestorben sind, wieder zum Leben erwecken. Also praktisch sozusagen auch die metaphysische Utopie. Also wieso müssen wir sterben? Wieso können wir nicht leben? Ja, häufig in der Sprache der Religion früher ausgedrückt wurde, aber im Grunde genommen oder auch in den Mythen
und so weiter. Aber die Literatur ist für mich nach wie vor all das. Und in diesem Sinne ist sie halt utopisch. Das zeigt sich dann im konkret politischen beispielsweise eben auch. Denn dieser Kampf oder diese Gegenwehr gegen bestimmte, eben gegen diese Bedingungen des Menschseins oder gegen die Leute, die irgendwie versuchen, das bestimmte Herrschaftsverhältnisse als gegeben hinzustellen, dieser Kampf, der übersetzt sich dann natürlich auch ins Politische, aber die Literatur ist der Ort, wo eben das, wo die Utopie möglicherweise fassbar ist. Allein schon nur, dass jemand etwas aufschreibt mit einem anderen Zweck, als nur jemand anderen von etwas zu überzeugen oder jemanden zu manipulieren, so eben. Ja, also für mich war Matthias Text, der Stoff, der in Matthias Text sozusagen durch die Gegend schwingt und wabert und klebt und rauscht, der war für mich eigentlich die Sprache. Also ich habe immer Sprache assoziiert, auch jetzt nochmal beim Hören dieses Textes, dass es eben alles ist, was man mit Sprache machen kann. Man kann alles immer nochmal neu erzählen und es ist trotzdem ein Stoff, der, über den wir alle verfügen. Also das ist so mein Assoziationsraum zu diesem Text gewesen. Als Biografin habe ich Matthias Text ein bisschen anders gelesen. Du erwähnst die vielen Menschen und auch die Hoffnungen, von denen wir gar nicht wissen, weil sie zum Beispiel im Mittelmeer untergehen. Es gibt jetzt aber auch etliche Menschen in der Geschichte, die wahnsinnig viel Material von sich hinterlassen, Gott sei Dank, denn sonst hätten wir Biografinnen nichts zu schreiben. Das heißt also, all die Quellen, die Briefe, Werke, Selbstzeugnisse bei Herrschern, die Gesetze, Urkunden und so weiter. Für mich als Biografin hat sich immer diese Frage gestellt, das kann ich alles sammeln, aber das, worüber du schreibst, Matthias, in deinem Text, genau da komme ich nicht hin. Das ist sozusagen die Utopie in jeder Biografie. Ein Mensch in der Gegenwart, die Biografin, versucht, jemand Verstorbenes einzukreisen. Die Befragung geschieht immer im Heute, vom Jetzt an vergangene Quellen, an Geschichten und Geschichte, die wir nur in die Gegenwart holen können, wo wir nie hinkommen. Und dieses Geistige ist aber eigentlich das Zentrum, wenn man mehrere Jahre lang jemand anderen Verstorbenen verfolgt, um über sie oder ihn eine Biografie zu schreiben, will man eigentlich dahin kommen, wie war sie denn wirklich? Und wir schaffen es nicht. Ne? Also es ist, insofern ist das für mich dieses utopische Element, von dem dein Text auch handelt. Ja, genau. Ich sehe es auch so. Also ich hatte auch sofort die Verbindung gemacht, auch schon in unserem Mailwechsel jedenfalls, oder auch nur im Kopf, ich weiß nicht genau, zwischen dem, was du, Angela, geschrieben hattest, zu dem über das Unsagbare oder über den Kern, den wir nicht erreichen. Und so habe ich dieses Geistkonzept von Matthias eigentlich auch verstanden. Und das ist Substanz von Literatur, dass es dort eine Welt gibt, wo man die Dinge und Menschen nicht auf eine, also nicht festlegen kann in einem System, ne? Das ist eine offene Welt, ja, und das ist auch das unheimlich Schöne daran, einfach dort auch zu Hause sein zu dürfen. Ja. In unserer kleinen E-Mail-Korrespondenz vorab, Matthias, hattest du auch noch eine andere Frage formuliert, die an alle ging, nämlich, ich werfe das Wort Erfahrungssedimente und da kommen wir auch dann zum Autobiografischen vermutlich in den Raum. Vielleicht formulierst du die Frage doch nochmal für alle. Ja, also diese Erfahrungssedimente, damit meine ich natürlich nicht nur Biografisches, sondern auch also tatsächlich einzelne Erfahrungen. Ja, ich meine jetzt nicht biografisches im Sinne von die biografische Geschichte, sondern auch einzelne Eindrücke und so weiter. Und meine Frage ist, wie
Also ab welchem Moment, also weil für mich hat Literatur eigentlich immer, also wie ich ja anfangs schon sagte mit diesem Bild der planetarischen Bewegung, es ist sozusagen etwas, es hat etwas mit der eigenen Erfahrung zu tun. Selbst wenn ein Text komplett erfunden ist, dann muss er irgendwo einen Bezug zur eigenen Erfahrung haben, auf vielleicht völlig übersetzte Weise oder so. Aber in welchem Moment beginnt sozusagen diese eigene Erfahrung, die man irgendwie aufsammelt, auf die man irgendwie kommt durch bestimmte Formulierungen, die da plötzlich rauskommt, wenn man etwas aufschreibt? Ab welchem Moment würdet ihr sagen, wisst ihr, dass das, was ihr da macht, relevant ist im Sinne von, also erstens mit dem, was ich als sehr problematisch betrachte, mit dem zeitgenössischen Rauschen, was ständig um uns herum ist. Ja, also es scheint ja so eine ständige Forderung im Raum zu sein, darüber muss man jetzt schreiben, darüber muss man jetzt schreiben. Gleichzeitig gibt es ja sowas wie, man will etwas Universales einfach über die Menschlichkeit oder so erzählen. Und ab welchem Moment wisst ihr oder habt ihr das Gefühl zu wissen, dass das, woran ihr seid, das ist jetzt oder das ist jetzt erzählenswert? Also im Sinne von, warum soll ich jetzt noch weitere Geschichten hinzufügen? Ist das jetzt wirklich erzählenswert? Also ist das jetzt relevant sozusagen? Also stellt ihr euch überhaupt diese Frage irgendwann? Oder und wann, also wie ist dieses Verhältnis bei euch so zwischen dem eigenen Leben oder dem eigenen Erleben und dem, was für andere vielleicht interessant sein könnte? Also ich würde sagen, wenn ich jetzt so 4, 5 Jahre berechne für einen Roman, die ersten 2 Jahre sind absolut beherrscht nur von dieser Frage. Hat das für irgendjemand eine Bedeutung? Komme ich irgendwie weiter in der Sache, also in der Struktur des Textes und sehe, wie ich es eventuell machen kann und versuche, die Frage zu vergessen. Und dann muss ich das machen, was ich halt eben wirklich machen wollte, nämlich dieses Buch schreiben. Also es ist so ein bisschen primitiv zusammengefasst, aber diese Frage ist zu groß, die ist unbeantwortbar. Also diese Relevanzfrage, ich meine, das ist die Anfechtung für unsere Existenz überhaupt. Ja? Ist das relevant, was wir machen? Und das Schöne ist, also wenn ich von der Lyrik komme, nur noch diesen einen Satz, das Wunderbare ist, ist die völlige Irrelevanz dessen, was du machst, wenn du Gedichte schreibst. Es hat nur mit dir zu tun. Es gibt überhaupt keinen vernünftigen Grund, Gedichte zu schreiben, außer dieser Grund ist in dir selbst. Und wenn du durch diese Schule gegangen bist, dann ist das mit den Romanen relativ leicht, obwohl der Zweifel natürlich immer grundsätzlich ist und eigentlich noch bis in die letzte Nacht vor Abgabe des Manuskripts, du denkst, ey, aber ja, ich breche ab. Also ich glaube, ich wohne genau am anderen Ende der Skala wie Lutz Seiler. Ich bin immer komplett verliebt in meine Stoffe. Ich liebe die so sehr, dass ich andere mit meiner Liebe anstecken will. Und ich finde, ich versuche, Formen zu finden, um andere, also der literarischen Gestaltung, um andere ebenfalls von meiner Liebe zu überzeugen. Ja, ich finde, das stimmt irgendwie beides, aber ich bin trotzdem eher bei Lutz und würde da überhaupt keinen großen Unterschied aufmachen wollen zwischen den Poeten und den Prosaisten. Es ist komplett sinnlos und irrelevant, sich 3 Jahre hinzusetzen oder 4 oder 5 und einen Roman zu schreiben, wenn man sich die Geschwindigkeit der Welt anschaut. Also wie gesagt, ich habe früher als Journalistin gearbeitet, so habe ich angefangen zu schreiben und gelegentlich schreibe ich auch jetzt noch Artikel. Und ich weiß, wenn dann so ein Text 2, 3 Tage geschoben wird, dann kriege ich Wutanfälle und denke, es ist doch völlig sinnlos, das übermorgen zu publizieren, da braucht das keiner mehr. So denke ich für mich sozusagen als Journalistin. Aber als Autorin habe ich diesen Gedanken völlig aufgegeben. Es interessiert keinen Menschen, was ich da mache und was ich mir da in Jahren zusammensuche und zusammenschreibe und mir da komplizierte Formen bilde. Und übrigens, genau dieser Gedanke hat mir am Anfang meiner Karriere also Jahre gekostet. Ja? Also ich habe Vienna immer im Kopf rumgetragen und meinen ersten Roman. Und habe immer gedacht, wie soll ich das machen, dass es jemand lesen will? Hätte ich das einfach nur alles weggelassen? Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt, an diesen sehr merkwürdigen Gedanken, den wir wahrscheinlich alle haben, wenn wir Tag für Tag morgens an unseren Schreibtisch gehen.
Niemand fragt mich, niemand bittet mich darum, niemand wartet auf das, was ich schreibe. Aber ich will das jetzt selber. Ich will das so dringend, dass ich jeden Tag wieder aufstehe und dahin gehe. Und wenn es nicht funktioniert und wenn ich eine Krise habe und wenn ich Schreikrämpfe kriege und mit dem Kopf gegen den Türrahmen hauen will, dann ist es egal. Ich will, dass das irgendwie fertig schaffen. Ja? Oder schöner Satz eines meiner Lieblingsautoren, Hamito von Doderer, der wurde mal gefragt, wo er sich im Vergleich zu Robert Musil sieht. Das war in einem englischen Interview in Großbritannien und er sagte den wunderbaren Satz, I used to finish my novels, also im Gegensatz zu Musil. Und ich denke mir auch immer, das ist das, ich will das verdammte Ding irgendwie fertig kriegen, so dass ich mich in den Spiegel schauen kann. Und ob es dann jemand lesen will oder nicht, das ist echt eine zweite Frage. Wenn ich darüber nachdenken würde, dann könnte ich es nicht an den Schreibtisch schaffen. So sehr, Angela, so sehr ich meine Stoffe liebe, während ich an ihnen arbeite. Aber diese Relevanzfrage oder auch der gedachte Leser, von dem man immer hört, dass sich Autoren ihre Leser denken und an die hinschreiben, den habe ich noch nie in meinem Arbeitszimmer gesehen, den gedachten Leser. Ja, ich will nur kurz anfügen, aber es ist auch so Wahnsinn, also es gibt dieser Zweifel, also der sowieso immer am Werk ist, der eben auch von dieser Relevanz Frage immerzu neu Futter bekommt, der ist eben auch wahnsinnig wichtig für die Arbeit. Also das ist nämlich so ein Zuchtmeister, was die Qualität des Textes betrifft, weil ich möchte aber dann doch den Text besser machen noch. Ich möchte, dass er so gut wird, dass er womöglich Relevanz hat oder so, ja. Also ich möchte das abliefern, was ich kann, ja. So. Aber der Erste bist ja du, der das entscheidet und der das überprüft und das meine ich eben. Der Erste bist ja du. Ja, natürlich, du bist alleine damit. Ja, na ja. Klar, du bist völlig allein. Das ist die Qual, die Qualseite. Ne? Ja, aber das also ist ja auch das Schöne dran. Die Qual ist ja auch fantastisch, sonst würden wir es ja nicht immer alle aufs Neue auf uns nehmen. Ja, man muss eben... Das machst du schon. Ja, Entschuldigung. Okay, ja. Ich möchte an der Stelle vielleicht doch noch ergänzen, dass sich Liebe und Zweifel selbstverständlich nicht ausschließen, Liebe und Selbstzweifel. Meine Liebe bezieht sich auf den Stoff und nicht auf das Ergebnis, was ich abliefere. Um euch eure Bescheidenheit ein bisschen auszutreiben, möchte ich darauf hinweisen, dass wir ja in einem historischen Kontinuum leben, lesen und schreiben. Matthias hat vorhin vom Gegenwartsrauschen gesprochen, das mich ehrlich gesagt nicht beeindruckt. Ich lese sehr, sehr viel in der Literaturgeschichte, deutsch- und englischsprachige Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts, vor allem 18. Was bin ich dankbar für abwegigste Texte, die schon geschrieben worden sind, die Nuancen, Einzelheiten aufbereiten, Zugänge ermöglichen zu historisch weit zurückliegendem, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Wahrscheinlich haben Autorinnen im 18. Jahrhundert auch gedacht, oh Gott, ich bin überhaupt nicht relevant, wer will das je lesen? Und Gott sei Dank haben sie es getan. Als Biografin möchte ich auch ergänzen, in Archiven findet man Zeug, das ist unglaublich. Da müssen die damaligen gedacht haben, oh Gott, dieser peinliche Zettel und so weiter. Oder serielle Quellen, wenn Einwohnermeldeverzeichnisse aufbewahrt werden und so. Schätze an Details, um an Lutz' Begeisterung für Details nochmal zurückzudenken. Also ich glaube, es ist erstens total wichtig, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, ganz gewiss. Aber insgeheim dürfen wir vertrauen, dass im historischen Kontinuum unsere Fragestellungen durchaus hier und da noch jemanden interessieren werden. Und sei es, dass sie sich über uns lustig machen. Aber dürfte ich noch was anmerken? Also weil ich finde das jetzt eben sehr, sehr eine sehr gute Fundierung für die Frage, die ich eigentlich gestellt habe, weil ich meine eben relevant nicht in dem Sinne, was für die anderen relevant ist, sondern wann dieser Moment, dass es für einen selber relevant wird, eintritt. Also ich glaube, Lutz, du hast es schon so erwähnt, dass es so einen Moment gibt. Also du kämpfst erstmal darum, ist es relevant und irgendwann ist es plötzlich für dich relevant. Und diesen Moment meine ich. Ich meine jetzt nicht die Relevanz für die
sozusagen für die Gesellschaft oder für irgendeine vorgestellte Leserschaft, sondern sozusagen, ab wann wird es relevant? Muss es sehr viel mit euch selber zu tun haben oder ist es doch eher die Form sozusagen, weil ich würde behaupten, ich schreibe nie allein. Ich schreibe immer sozusagen mit der Literatur, die ich gelesen habe. Also ich schreibe immer mit den Leuten, ich kommuniziere mit Leuten und mit Formen, die ich mir angelesen habe. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Moment, genau dieses Gefühl, was ihr beschrieben habt, so, das will ich jetzt machen. Jetzt ist es mir egal, was die anderen denken, weil jetzt habe ich für mich sozusagen die Relevanz, die ist jetzt sozusagen gesetzt, also ich spüre sie endlich. Wann passiert das? Also Nach 2 Jahren. Ist das von Anfang an? Achso, bei dir nach 2 Jahren? Ja, etwa. Ja, also, und das ist eben ein Ring auch mit der Form. Also du hast schon eine Ahnung davon, dass du was machen willst und dass das was ist und dass das eine Bedeutung hat und so weiter. Aber es ist so diffus. Und dann beginnt eben die Arbeit am Text. Die beginnt ja schon von Anfang an. Also man sammelt ja nicht irgendwie Ordner zusammen und denkt dann, jetzt geht das Schreiben los, sondern man schreibt schon mal Sätze hin. Sätze sind einen Tag lang im Kopf und so weiter. Es geht sozusagen, es geht alles parallel und es braucht dann diese Zeit, bevor so auch zu dieser Ahnung, das könnte was sein, die innere Überzeugung tritt. Und das ist Werkstatt. Ja, das ist Werkstatt. Ich sehe das auch so. Es hat was mit Obsessionen zu tun, oder? Also ich kann es immer gut vergleichen mit Musikern, die üben oder Sänger, die sich einsingen, dass man irgendwann so pedantisch mit dem Ton wird oder mit dem Strich oder was auch immer, dass man völlig versunken in dieses eigene Tun, dass man sich da so reinlässt, dass man wie so ein Kind, das nicht mehr aufhören kann, damit beschäftigen will, Tag und Nacht. Also irgendwann ist dieser Moment da, wo das wie so ein Schachspiel gegen mich selbst ist und ich sehe dann schon die Züge, die mein anderes Ich auf der anderen Seite ziehen wird und ich denke mir, jetzt werde ich es aber so machen, dass sie da nicht so ziehen kann. Also es ist so wie, als würde ich mit mir selbst irgendein riesiges Rätsel lösen wollen und das fasziniert mich so sehr, dass es dann für mich relevant geworden ist, aber ich wäre eben in meinem Leben noch nicht auf das Wort Relevanz gekommen. Ich glaube, das war jetzt das Missverständnis. Ich hätte das immer anders genannt. Ich hätte das immer so eine Spielsucht genannt, so eine Auflöse-Knobelsucht. Oder Liebe. Oder Liebe. Fast dasselbe. Ne? Ich schlage vor, dass nach den Hosen und dem Geistigen jetzt zum kalten Hund kommen, der irgendwo auch kalte Schnauze genannt wird, wie wir gelernt haben, aber dazu dann später mehr. Bitte, Eva Menasse. Für Österreicher ist die deutsche Nachspeise kalter Hund eine Unfassbarkeit. Die Deutschen kaufen banale Kekse, schichten sie übereinander und kleben sie mit Schokolade zusammen. Das ist wahrlich ein anderes Universum als jenes, in dem akribisch Cremen geschlagen, Nockerln zum Aufgehen gebracht, Knödel gefüllt und Strudel über Tische gezogen werden, bis der Teig so dünn ist, dass man darunter die Zeitung lesen kann. Für Schriftsteller hingegen ist der kalte Hund ein geniales Symbol. Erstens sollte der gute Schriftsteller beim Schreiben selbst ein kalter Hund sein, um Kitsch, Pathos oder Selbstdarstellung zu vermeiden. Und zweitens ist der Querschnitt durch einen kalten Hund das perfekte Anschauungsobjekt für einen Roman. Ein Roman ist geschichtetes Material, je mehr Lagen, desto besser. Anfertigen muss man ihn wie den Nachtisch, Keks für Keks konzentriert als sinnvolles Muster legen, bis man in die zweite Reihe hochsteigen kann, später höher. Aber während man mittendrin ist in bedächtigen Schichten, hat man noch keinen Schimmer, ob das Ganze am Ende etwas wird. Ob es rund wird oder eckig, jedenfalls irgendwie gleichmäßig. Im Kleinen dürfen Splitter und Krümel sein, im Großen sollte es halbwegs glatt aussehen wie aus einem Schokoguss. So tastet man sich schreibend voran. Der Leser geht den umgekehrten Weg, er öffnet die Versiegelung und dringt im Glücksfall bis zu tiefen Schichten vor. Vielleicht schmeckt es ihm sogar. Dass die beiden Wege nicht dieselben sind, liegt auf der Hand der Schokoladeverschmierten.
Romane dürfen keine Salzburger Nockerln sein, die bei Zugluft zusammenfallen. Kein Kaiserschmarrn, also mit der Gabel zerrissener Pfannkuchenteig. Dieses Gericht eignet sich eher für manche Kritiker. Und auch keine Germknödel, die im Mund größer werden und im Magen liegen wie Steine. Romane müssen kalte Hunde sein, egal welche Art von Keksen man gerade im Schichtbetrieb hat, süße, salzige, gezierte oder schnuddrige. Vielen Dank für den kalten Hund. Wann bist du denn deinem ersten echten kalten Hund, der kein Roman war, begegnet? Das klingt ja, als sei es ein Schock gewesen. Ja, kulinarisch war einiges im nördlicheren Deutschland ein Schock. Und ich glaube, den ersten kalten Hund habe ich gesehen auf einem Buffet stehen, neben einem Käseigel, weil wir vorhin im Vorgespräch auch über Käseigel gesprochen haben. Es gibt auch Mettigel. Also kalter Hund war, wie gesagt, für mich gar nicht, ich konnte gar nicht glauben, dass man das essen kann, aber man kann, durchaus. Das ist wunderbar, kalter Hund. Das schmeckt große, große Klasse. Nee, also ich habe, das ist das Lieblingsgebäck meiner Kindheit. Ich hatte es ja schon mal gemehlt und mich gefreut, dass der kalte Hund jetzt hier vorkommen darf. Und habe daraufhin auch heute Nachmittag mit meiner Mutter telefoniert, um sie nochmal zu befragen, wie das eigentlich ist mit dem kalten Hund. Also was alles drin ist und wie es gemacht wird. Und ich habe nur eine Anmerkung dazu, weil sie eben zur Bildwelt, die du entwirfst, also diese Art Herstellung eines kalten Hunds als Bild für die Herstellung eines Romans. Also meine Mutter sagt, weil du sagst, währenddessen hat man keinen Schimmer, ob das Ganze etwas wird. Aber es ist, meine Mutter sagt, man muss die ganze Zeit über schon eine ungefähre Ahnung davon haben, dass die Schokomasse für das Ganze ausreicht. Ja? Weil du kannst die obere Lage zum Beispiel vom Keks kann nicht unbedeckt bleiben. Ne? Das muss bis zum Ende muss das alles schön eingehüllt und ausgestrichen sein. Das heißt, du weißt zwar noch nicht im Detail, wie das dann vielleicht schmeckt oder so, oder was, aber du musst schon eine ungefähre Ahnung vom Endergebnis haben. Und ich finde, das ist jetzt nur so eine Art nochmal Ausdifferenzierung deines Konzepts, weil es stimmt ja mit dem im Grunde überein, was du ja, sagst. Ja, ich übrigens, nur noch diese letzte, also das ist, also kalter Hund ist ganz lecker. Und man darf noch nicht zu viel davon essen, weil es ist wahnsinnig viel Zeugs drin, also Fett und Zucker. Und es kommt eben aus meiner allerengsten Heimat. Also 3 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt ist der größte kalte Hund der Welt gebacken worden. In Ronneburg. Der ist 900, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, also fast 1 Kilometer lang. Ja. Wow. Und ich komme sozusagen direkt aus der Heimat des kalten Hunds und das hat mich sehr gefreut und jetzt höre ich auf. Also bei der Verfertigung des kalten Hunds, so wie ich sie beschrieben habe, war ich ja sozusagen dann eher in Gartenzwerggröße, also oder ein Heinzelmännchengröße zum Keks, ja. Da war ich dann eher die Metapher bezieht sich dann eher aufs Romanschreiben, wo man so große Kekse trägt und aufeinander schüchtert und dann eben nicht genau weiß, wie sie werden. Verstehe. Also ich habe ja bis zu unserer Begegnung gedacht, dass die kalte Schnauze, wie ich sie kennengelernt habe, nur innerhalb der Bannmeile des Balsenbergs in Hannover bekannt sei. Ich bin in Süddeutschland groß geworden und Eva, glaube mir, auch ich dachte, das Abendland geht unter, als ich zum ersten Mal mit der kalten Schnauze in Verbindung getreten bin. Allerdings habe ich in Hannover dann gelernt, dass kein Kindergeburtstag denkbar ist ohne dieses Gebäck und dass es also doch zu Ehren ist. Jetzt erfahre ich, dass Thüringen tatsächlich das Epizentrum des kalten Hundes ist, also des Lernens kein Ende. Dein Text lehrt uns ja aber auch, dass letzten Endes Stoff und Form nicht zu trennen sind, oder? Denn so verstehe ich eigentlich deinen kalten Hund als Roman.
Ja, das stimmt. Also ich kann Stoff und Form überhaupt nicht trennen. In dem Moment, wo ich einen Stoff habe, ist eigentlich auch die Form vielleicht nicht da, aber beginnt sich zu entwickeln. Und eigentlich interessiert mich dann letztlich die Form, am Romanschreiben, nein, auch am Erzählungsschreiben mehr. Gleichzeitig geht das alles nicht ohne geeigneten Stoff. Also die Dinge hängen ja irgendwie untrennbar zusammen, wie die mit Schoko verschmierten Kekse im kalten Hund. Ich möchte übrigens sagen, also ich wollte Lutz natürlich nicht kränken, aber ich hasse sowieso alle. Ich finde auch Salzburger Nockerln ganz schrecklich, und die sind natürlich sehr, die haben sehr viel auch mit dem österreichischen Charakter zu tun. Ne? Das kommt raus, wenn es heiß ist, und ist wahnsinnig schön und goldgelb und groß, und kaum kommt es in die Kälte, fällt es zusammen. Das ist ja eigentlich auch kein gutes Bild, ne? Naja, und der kalte Hund braucht die Kälte, ne? Also der muss, wenn er gebacken ist, ja, erstmal um fest zu werden, und dann muss er immer wieder zurück in den Kühlschrank. Das wusste ich nicht. Ja, so kannst du ihn, sonst, der wird sonst so weich, zu weich, um schön schnittfest zu bleiben. Wenn man diesen Querschnitt sich anschaut vom kalten Hund, wirkt es ja super geordnet, ne? Also ich meine, das ist ja auch, darauf zielt ja die Metapher auch ab, dass man den Stoff irgendwann auch ordnen muss. Also erstens ist er geschichtet, das finde ich irgendwie ein sehr schönes Wort, das steckt ja auch in dem Wort Geschichte. Mhm. Diese Schichtung, weil man arbeitet ja, wie wir alle wissen, an so einem Buch ein paar Jahre lang, und anders als bei sehr kurzen Texten kann man das nicht in so einem Wisch hinzaubern, sondern es ist wirklich so ein wieder neu ansetzen, wieder irgendwo anders anfangen, dann wieder so ein Material aufschichten. Und dann, also ich habe auch diese Schichtung, spüre ich eine eindeutige sozusagen Verbindung zu meinem eigenen Arbeiten. Womit ich aber wirklich immer beim Schreiben ein Problem habe, ist diese Ordnung am Ende herzustellen. Bei mir ist es immer so, dass ich am Ende denke, ach so, das ist ein kalter Hund, den ich da gemacht habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin in dieser Masse drin, dann merke ich so, ja, okay, hier knuspert es aber ein bisschen mehr als jetzt da drüben. Da drüben ist es eher so matschig und dunkel. Und so, hier knuspert es. Und am Ende, also ich habe schon so eine Art Sonde, und ich glaube eben die Form und die Sprache ist die Sonde, mit der man sozusagen durchgeht durchs Material, sodass ich irgendwie da durchkomme. Und das Denken setzt schon auch nach einer Weile ein. Es wird schon analytisch zum Teil, wenn ich dann mehr Material habe. Aber erst am Ende denke ich, ach, okay, ja, es war ein kalter Hund. Es hätte auch irgendein anderer Kuchen werden können, eine Torte oder so. Aber das weiß ich komischerweise erst immer relativ spät, was es dann eigentlich gewesen ist. Weil ich erst spät oftmals zum Beispiel merke, vor 4 Jahren hast du doch irgendwo was über das und das geschrieben. Dann suche ich im Notizbuch nach, dann benutze ich das irgendwie. Also mir fällt erst relativ spät der ganze Zusammenhang dessen auf, was so meandert irgendwie so. Deswegen wäre ich, glaube ich, ein furchtbarer Bäcker oder so. Also, ja, aber ich finde, dass man die Zeitkomponente natürlich auch zu den Schichtungen hinzunehmen muss, denn weil man eben so lange schreibt, wird man ja in dieser Zeit auch ein anderer. Also es lagern sich ja auch an einen selbst als Autoren, als Autorin neue Dinge an, während man immer noch mitten in diesem kalten Hund steckt und sozusagen auch beim Verfertigen des kalten Hundes ein anderer wird und sozusagen Schritt für Schritt sich verändert und der kalte Hund verändert sich dann auch. Also wenn man zurückschaut, schaut er schon wieder anders aus, als wenn man auf das Knusprige direkt vor einem selbst schaut. Sozusagen, Schreiben ist ja insofern auch irgendwie dreidimensional, indem es eben diese lange Zeit braucht. Das kann ich eben auch als gewesene Journalistin so genau fühlen, wie Texte einfach dadurch ganz anders werden, weil man immer wieder an sie rangeht und immer wieder überarbeitet, was man im Journalismus einfach nicht macht. Selbst bei einer großen Reportage hat man die dann mal irgendwann fertig und dann geht die so raus in die Welt und irgendwie 4 Wochen später denkt man, hey, nee, da hätte ich noch gern ein bisschen Schokolade abgekratzt, aber das geht dann nicht mehr. Eva, du hast in dem Text ja auch sehr schön beschrieben, dass der kalte Hund sowohl sich von Seiten der Schriftstellerin als auch von Seiten der Leserin betrachten lässt. In unseren E-Mails tauchte bei dir die Frage auch auf, was das Lesen eigentlich für das Schreiben bedeutet.
Das finde ich vielleicht jetzt, bevor wir in die Schlussrunde gehen, auch noch sehr, sehr spannend, was eigentlich, du nennst es Lesebiografie mit dem Schreiben und mit den Stoffen zu tun hat. Ja, es klang ja vorhin schon an, ich glaube sowohl bei Matthias als auch bei Angela, dass das eigene Lesen und das Zurückgehen zu Texten, die man entweder liebt oder die auch sehr, sehr alt sind und ganz abseitig. Ich denke inzwischen, je älter ich werde, desto mehr denke ich, dass das Autobiografische oder das Biografische natürlich ein großer Einfluss ist, aber mindestens so groß ist eben die Lesebiografie. So habe ich das in meiner E-Mail an euch geschrieben. Ich verdächtige mich zunehmend in einer sehr verklausulierten Weise, so Lieblingsbücher oder Lieblingsempfindungen, die ich selbst beim Lesen gehabt habe, nachbilden zu wollen. Und das war eben meine Frage an die Runde, ob euch das auch so geht oder ob ihr damit was anfangen könnt. Also ich möchte noch so ein anderes Bild in die Runde werfen. Und zwar, es kommt mir immer wieder, das Bild der Bohrung. Also ich habe nämlich das Gefühl, dass alles, was ich gelesen habe oder auch alles, was ich praktisch formal ausprobiere, dass das wie so Gestelle sind, die mir helfen, irgendwo die Bohrung durchzuführen. Und dann diese Bohrung, die gelegentlich bohrt die mal was an. Und das, was die anbohrt, ist irgendwie eben Erfahrung. Also, aber diese Erfahrung kommt praktisch nur raus, weil ich eine bestimmte Form als Sonde hatte oder so. Und die findet auch nur Eingang in die Form, die ich dafür habe. Das meinte ich mit, deswegen spreche ich von Erfahrungssedimenten und nicht unbedingt vom Autobiografischen, weil ich schreibe dann nicht meine Geschichte auf, sondern ich schreibe eine andere Geschichte, aber sie ist befüllt mit irgendwie Erfahrung. Aber diese Form und das, was man sich angelesen hat, ich glaube, das ist wirklich das ist wirklich entscheidend. Ich glaube, ich behaupte auch, ich wäre niemals Schriftsteller geworden, ohne erstmal ganz viel gelesen zu haben. Also das Lesen war eigentlich für mich das Entscheidende. Ich stimme euch von Herzen beide zu, sowohl mit dem Bild der Sonde. Komisch, Bohrungen kamen mir noch nie. Ich habe es immer mit der Sonde, die Historikerinnen ja nun mal per se versuchen, in die Vergangenheit zu schicken. Aber ganz klar, Eva, wir sind, was wir gelesen haben. Und Bücher entstehen aus Büchern. Natürlich, man isst und trinkt auch ein bisschen, verliebt sich und reist. Aber Hauptstoffe kommen für mir auch von Büchern, und zwar sowohl ihrer inhaltlichen Natur nach, als auch natürlich ihrer ästhetischen Seite, ihrer Behandlung von Sprache, Erzählduktus, wie Baupläne, Kochrezepten, um beim kalten Hund nochmal zu bleiben. Ja, ich glaube, es gibt so eine Art fließenden Kanon, der das Leben begleitet. Und das merkt man daran, und wie intensiv das ist, merkt man daran, wenn man ein Buch zur Hand nimmt, was man vor 15 Jahren mal gelesen hat oder so, weil einem dann dass der Rest des Lebens auch einfällt. Oder eben aufgrund der sozusagen Randnotizen einem Dinge wieder bewusst werden, also wenn es ein wichtiges Buch war, wie sehr es eben dann doch dazugehört. Und außerdem lesen wir ja alle auch analytisch. Also mir hat das hilft die Lektüre in der Arbeit, also von richtig guter Literatur, immer auch eigene Probleme besser in den Griff zu kriegen, also was das Schreiben betrifft. Also zuletzt war das vor allem die südamerikanische Literatur, das war für mich relativ neu, aber das ist auch das Schöne, dass immer was Neues kommen kann und man damit auch immer was lernt einfach. Ich bohre auch Lieblingslektüren immer wieder neu an. Also ich habe über die Jahrzehnte inzwischen gibt es so ein paar Bücher, die ich immer wieder lese. Also wie, ich weiß nicht, wie andere Leute ihre Lieblingsspeisen essen. Aber da muss ich dann immer wieder zurück, um immer wieder aufs Neue festzustellen, ich finde schon wieder was Neues, was ich noch gar nicht bemerkt hatte. Also ich begreife eigentlich Bücher immer mehr als Räume, in denen man so herumgehen kann. Alice Munro hat es mal geschrieben, weil sie sich gegen die
sozusagen gegen die Linearität oder die behauptete Linearität des literarischen Schreibens wehrt. Und sie hat mal so sinngemäß gesagt, eine Erzählung, eine gute Erzählung muss wie ein Raum sein und man kann nach vorne blättern, aber auch nach hinten blättern und es muss trotzdem irgendwie so funktionieren. Und ich habe dann festgestellt, dass meine Lieblingsromane oder diese Bücher, zu denen ich immer wieder zurückgehe, dass die funktionieren wie fremde Welten, also dass die eher keine so Plots in dem Sinn haben, weil ein geregelter Plot verbraucht sich ja beim ersten Lesen, sondern das sind eher so Bücher, die dann so, die so Welten erschaffen und wo man dann gar nicht mehr diesen Plot wiederfindet, den man so erinnert hat. Also ich habe letztens mal wieder die Gärten der Finzi Contini gelesen und habe gedacht, ja, diese Liebesgeschichte, von der ich immer, an die ich mich zu erinnern glaubte, die gibt es ja eigentlich gar nicht oder nur in homöopathischen Dosen. Ja? Das Ganze ist ja eigentlich so ein Panorama, so eine riesige atmosphärische Blase, wo man eben in dieses Italien der 20er und 30er Jahre reingehen kann. Aber das ist das, was mir eigentlich an Romanen gefällt oder was mich fasziniert. Und das ist sozusagen etwas, was man dann wahrscheinlich, das, was man selbst so als Leseerfahrung toll fand, irgendwie auf eine vermutlich ganz andere und gebrochene Weise nachzuahmen versucht. Vielen Dank. Das waren jetzt ja sogar noch kleine Lektüre-Tipps. Also wir merken uns Lateinamerika und Giorgio Bassani für die nächsten Wintertage. Lutz hatte in unserer kleinen Korrespondenz, wir kommen zum Ende unseres Gesprächs, ganz am Ende steht da noch ein kurzer literarischer Text von Lutz Seiler, aber Lutz hatte in diesen E-Mails die Frage aufgeworfen, wie das eigentlich ist mit verschiedenen Stoffen, die in verschiedenen Boxen, Ordnern, Behältnissen, Lagern, welche da nach vorne drängen und welche vielleicht tatsächlich nie zum Zuge kommen, und hatte dann die Frage formuliert, wie kommt es, dass bestimmte Stoffe plötzlich zugänglich werden, andere nie? Und das ist ja auch so eine Frage, die in diesem ganzen Projekt von Dürrenmatt ausgehend steckte. Wahrscheinlich werden wir jetzt alle gemeinsam nicht die endgültige Antwort auf diese Frage finden. Das wäre sehr skurril. Aber wie, Lutz, ist das von dir aufgegriffen worden, diese Frage? Und wie gehen die anderen damit um, mit Materialsammlungen, mit Stoffen, die da sind und mit der Auswahl tatsächlich? Das ist ja auch dann was sehr eigentlich Handwerkliches. Oder sind das Mysterien, von denen wir gar nichts wissen, wie diese Stoffe zum Zuge kommen? Ja, das frage ich mich. Ja, teils, teils, würde Gottfried Benn sagen. Ich weiß nicht, also das ist ja eben die Frage. Und es gibt auch sehr einfache Antworten. Ich habe dann auch nochmal eigentlich angefangen nachzudenken über meine Frage. Und also eine einfache Antwort wäre, dass manche Stoffe brauchen ein bestimmtes Alter. Also zum Beispiel konnte ich erst, als ich im Alter meiner Eltern war, als sie den Weg in den weiten Westen angetreten haben, darüber schreiben, weil ich vorher gar nicht begriffen habe, was das eigentlich bedeutet, mit 50 ein neues Leben anzufangen und nochmal sozusagen alles von vorn und sozusagen die engere Heimat, die man vorher niemals verlassen hat, zu verlassen. Und das war plötzlich, also wenn man dann die 50 überschreitet und merkt, ach, man ist vielleicht schon ein bisschen müde und man findet nicht mehr alles so spannend und man möchte sich eigentlich auch ein bisschen einrichten im Leben, dann also wurde plötzlich klar, was das eigentlich bedeutet, in diesem Alter neu anzufangen. Und kurz gesagt, vielleicht ist es auch so eine Art Altersfrage. Zum einen, zum anderen gibt es vielleicht auch eben technische Möglichkeiten, die man hat, erzähltechnische Möglichkeiten oder nicht. Also dann ist man wieder auch bei diesen Stoffen, die sich nicht fügen, weil man es nicht hinkriegt. Ne? Also diesen Verdacht habe ich bei manchen Sachen auch. So, ich höre mal auf damit. Es gibt auch ein Genug,
Also ich habe jetzt, glaube ich, 4 Biografien geschrieben und über Biografien theoretisch nachgedacht. Und ich sage mittlerweile, mein Schreibleben zerfällt in 2 Hälften. In der ersten gab es Biografien und in der zweiten wird es keine Biografien mehr geben. Und ich habe sehr gern zugehört, was Lutz uns gerade gesagt hat, habe heftig genickt. Zugleich gibt es aber auch Kriterien, die außerhalb von uns liegen, und das ist schlichtweg der literarische Markt und die Verlage und was die von uns wollen. Und wenn man mit 2, 3 Projekten ankommt, die jetzt dran sein könnten von einem selbst her, werden die Agentin und der Verlag dann aber sagen, ha, jetzt wäre es aber geschickter, wenn du das und das. Oder hör mal, XY hat in 3 Jahren am 150. Todestag und so weiter. Also solche Kriterien spielen natürlich auch eine Rolle. Herrlich. Also das finde ich ganz schreckliche Kriterien, obwohl ich sie natürlich kenne, aber ich habe ja immer nach jedem Roman einen Erzählungsband geschrieben aus reinem Trotz und Sturheit, weil eben Verlage und Agenten immer sagen, und vor allem die Buchhändler, bitte keine Erzählungen, die Leute wollen keine Erzählungen lesen. Und ich finde, wenn man sich auch nur in der isolierten deutschen Literaturgeschichte einfach mal umdreht und nach hinten schaut, dann ist es eine großartige Literaturgeschichte der kurzen Form, die ja auch in der Musik nach wie vor gespielt wird. Also ich finde das alles völlig lächerlich. Und aber natürlich, wenn man Geld verdienen muss und wenn man eine Familie durchbringen muss, dann wird das dann auch irgendwann mal ein Thema. Aber es ärgert mich sofort beim Zuhören, dass man was schreiben müsste, weil jetzt der Sohn zu 150. Geburtstag hätte. Also ja. Es ist ja, wenn du mit Themenangeboten kommst, wenn du deine verschiedenen Sammlungen anguckst und dich mit klugen Leuten auch berätst, was jetzt weise wäre, dass es in die erste Reihe kommt, dann spielen solche Kategorien durchaus auch eine Rolle. Ich habe immer das Gefühl, ich habe meine Stofffestsammlung, also da, wo die verschiedenen, wie Lutz das da beschrieben hat, diese verschiedenen Sachen liegen und man nicht weiß, welches jetzt drankommt und eines will dann unbedingt. Ich habe die dafür, damit ich nicht panisch werde. Also sozusagen, ich muss mehrere Sachen haben, damit ich nicht das Gefühl habe, ich habe nur ein Pferd, auf das ich setzen kann. Aber am Ende ist es doch so was total Intuitives, so was Gefühlsmäßiges, eben das eine, das einen dann eben mehr fesselt als alles andere. Ich fange oft, wenn ich was abgeschlossen habe, also das ist jetzt genau die Phase, der ich eigentlich schon voller Schrecken und Angst mich gegenüber sehe, wenn was abgeschlossen ist, dann muss ich mal wieder anfangen, in den Notizbüchern zu wühlen und dann manchmal fange ich mit 2 Sachen gleichzeitig an, um dann nach ein paar Wochen zu merken, dass das eine unwichtiger wird und das andere wichtiger. Aber woran das liegt, kann ich überhaupt nicht begründen. Eine Idee hatte ich vorher noch. Ich habe seit vielen Jahren, ich glaube seit 15 Jahren, eine Romanidee und ab und zu teste ich die so an Freunden, also nur vom Thema her. Ja? Ich möchte es jetzt gar nicht sagen, weil es zu blöd ist eigentlich. Und dann sagen die immer alle, ja, das ist wunderbar, das musst du schreiben, das kannst nur du schreiben. Und inzwischen denke ich mir, ich werde das nie schreiben. Das ist so, gerade weil alle sagen, das musst du schreiben, denke ich, das ist ganz falsch, das ist total naheliegend und das werde ich bis zu meinem letzten Tag werde ich das im Notizbuch mit mir herumtragen, unbearbeitet. Ist auch schwierig, also man darf eben, also es ist interessant, über welche Projekte man redet und über welche man nicht redet. Die ich schreibe, rede ich nie vorher. Ja. Genau, die werden geschützt, und die anderen werden so ins Schaufenster gestellt. Die werden so als Spielgeld rausgegeben, ne? Stimmt, ja, hast völlig recht, ja. Aber ich habe irgendwie nie Projekte. Ich bewundere euch dafür, dass ihr Projekte habt. Ich habe nur Notizbücher. Ja, eben. Ich habe auch Notate oder so. Aber ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, wenn jemand sagt, und dann hatte ich die Idee zu diesem Buch und dann habe ich es geschrieben. Ideen bringen nichts. Ich habe ganz oft Ideen und denke, boah, das wäre ein Buch. Also so wie Tschechow, ne? Der hat irgendwie in seinem Notizbuch notiert, Geschichte über humpelnden 100-Meter-Läufer oder so. Also so tausende von Dingen, das habe ich auch, aber das werde ich nie schreiben, weil das, was ich dann geschrieben haben werde, verdichtet sich irgendwie viel unterschwelliger und so viel, so mit viel mehr Schwerkraft irgendwie und mit viel mehr so
schwanken und irgendwie. Und das hat eben, glaube ich, auch mit der Zeit zu tun. Erstens mit der Lebenszeit, die man damit verbringt. Zweitens auch mit der Zeitgenossenschaft. Ich glaube, dass bestimmte Diskurse und bestimmte Ereignisse, die eintreten, sozusagen neues Licht auf Dinge werfen. Ich habe mich immer gefragt, warum in den letzten Jahren sich alle plötzlich mit der Weimarer Republik beschäftigen. Das hat schon damit zu tun, dass praktisch etwas tagespolitisch passiert und gesellschaftlich, wo wir dann plötzlich irgendwie wie eine Verstehensfolie suchen dafür. Und das beleuchtet praktisch bestimmte Themen, bestimmte Stoffe, bestimmte Dinge. Und ich glaube, das passiert sozusagen, wenn man sich lange mit einfach so schreibend beschäftigt, dann passiert irgendein persönliches Ereignis oder so, plötzlich versteht man alles ganz anders. Also all diese Dinge müssen, glaube ich, alle zusammen stattfinden, damit sich das dann in so einer breiten Bewegung irgendwie so verdichtet. Also zumindest bei mir habe ich das Gefühl, ich kann nie sagen, so, jetzt habe ich diese Idee und daraus mache ich jetzt ein Buch. Jetzt arbeite ich Charaktere aus, ich mache mir so ein Chart, ja, jetzt da ist der Antagonist, das ist die Protagonistin und das passiert dann in Kapitel 15, das und das, das kann ich nicht. Ich auch nicht. Und auch Leute, die das können. Ich glaube, wenn man Krimis zum Beispiel schreibt, sollte man das können. Ja, oder Drehbücher, aber das ist auch der Grund, warum ich nie so einen richtigen Plan habe beim Schreiben, weil ich mich dann sofort zu langweilen beginnen würde. So wie du das sagst, in Kapitel 15 passiert dann das. Das ist das, was ein Drehbuchautor machen muss. Nach Minute 15 passiert dann das. Und wenn ich das schon vorher wüsste, dann würde ich das gar nicht schreiben wollen. Dann würde mich das gar nicht interessieren. Also ich bin oft gefragt worden oder manchmal gefragt worden, Drehbücher zu schreiben. Und dann entwickelt man da so einen Stoff. Und in dem Moment, wo ich schreiben soll, außen Nacht, bin ich so zu Tode gelangweilt, dass ich das nicht mehr... Und es ist schade, weil dann könnte man wirklich schön Geld verdienen und hätte ein gemütlicheres Leben als Romanautor. Aber so kapitalistisch ist man dann eben nicht, wenn man so obsessiv ist wie wir, die wir uns da jahrelang hinsetzen. Ich schlage vor, dass wir jetzt die Erzählung von Lutz hören zum Abschluss. Denn am Schluss soll ein Stück Literatur, wenn auch noch unveröffentlicht, wenn auch noch in vorläufiger Form stehen. Ja, also es ist ja keine Erzählung und es ist nur so, also es ist eine Art Entwurf und davon eines Textes. Und das gehört insofern auch zu dem Thema der unrealisierten Stoffe, weil das eben so ein Stoff ist, der mich schon, ich glaube, ich habe 2009 angefangen daran, ein bisschen zu schreiben und eben gesammelt. Aber hier habe ich sofort angefangen zu schreiben, so war es. Und habe danach erst angefangen, Material zu sammeln. Und seitdem ist das so eine Art Fluchttext. Also immer wenn ich... an der Arbeit bin an einem anderen Text und ich komme dort nicht weiter oder bin unzufrieden, dann habe ich das Gefühl, ja, du müsstest das schreiben. Das wäre toll. Also man arbeitet eigentlich an etwas anderem und denkt, man könnte gut schreiben, wenn man nur nicht gerade das schreiben müsste. Und das ist nur der Anfang dieses Textes, nur ein Entwurf im Notfall. Es beginnt irgendwann nach Mitternacht mit einem flauen Gefühl in der Magengegend. Ich rolle mich auf die Seite und lege mir eine Hand auf den Bauch. Alles sehr leise, um Tee nicht zu wecken. Der Schmerz, der folgt, zwingt mich, meine Beine auszustrecken. Vielleicht geschieht das schon eine, vielleicht zwei Stunden später. Mein Gesicht ist heiß und ich kann die Bewegung der Nachtluft spüren, die durch das offene Dachfenster ins Zimmer strömt. Die Kühle liegt jetzt wie eine Maske auf meinem Gesicht oder mein Gesicht ist hart geworden im Dunkel. Was ist, fragt sie. Ich weiß nicht, irgendwas im Rücken, im Bauch. Die Antwort kostet Kraft, ein Schweißausbruch. Es ist zu heiß unter der Decke. Langsam richte ich mich auf. Ich taste mich zur Treppe nach unten. Das Stechen im Rücken zwingt mich, ein Hohlkreuz zu machen beim Gehen. Ich atme vorsichtig und versuche, am Schmerz vorbeizuschleichen. Er sitzt jetzt halb rechts in der Nierengegend. Meine Hand findet den Lichtschalter im Flur und verfehlt dann den Schalter im Bad. Doch das Licht vom Flur genügt.
Ich übergebe mich sofort und kann nicht aufhören damit, mich zu übergeben, obwohl schon lange nichts mehr in mir ist. Nichts als etwas hellgelbe Säure, die im Hals eine brennende Spur hinterlässt. Ich atme und stöhne ins Becken, weil mir das Erleichterung verschafft. Das Becken verzerrt mein Atmen und Stöhnen zu einem dunklen Gedröhn. Es ist dafür wie gemacht. Talking with Ralph on the big white telephone. Ich sehe, wie ich gleich wieder im Bett liegen werde, um dann diesen Witz anzubringen, den ich vor ein paar Jahren von einem Dichter in Los Angeles gehört habe, nach einem Poetry Festival. Natürlich kennt sie die Geschichte, aber es wird der richtige Zeitpunkt sein, sie noch einmal zum Lachen zu finden und um dann endlich weiterzuschlafen. Ohne mein Zutun formuliert etwas in mir einen Satz, der die Worte Bildkraft der amerikanischen Lyrik enthält. Ich spüre den Trost, den mir das große Becken in meinen Händen anbieten will, seine Glätte und wunderbare Kühle, habe aber keine Zeit mehr dafür, denn in diesem Moment beginnt das Geräusch. Um zu wissen, wo es herkommt, sehe ich mich um. Hinter mir hockt C, die etwas sagt, das heißt, ihr Mund bewegt sich und sie hält mich mit beiden Armen an den Schultern, was ihr offensichtlich Mühe bereitet. Ich sehe die Angst in ihrem Gesicht. Ein Träger ihres Nachthemds ist heruntergerutscht. Ich denke daran, ihn wieder zurechtzurücken, aber mein Arm bewegt sich nicht. Das Geräusch. Es ist eine Art an- und abschwellendes Rauschen. Es befindet sich gleich neben mir. Offensichtlich ist die Heizung, die nachts herunterfährt, noch einmal angesprungen. Seit Jahren gibt es Probleme mit der Heizung. Langsam löse ich mich vom guten, glatten Porzellan und versuche, eine Hand auf den Heizkörper neben der Toilette zu legen. Diese Bewegung gelingt zwar, gerät aber viel zu fahrig, hektisch. Sie verbraucht meine ganze Energie und hat zur Folge, dass das Rauschen jetzt ungehindert in mich eindringen kann. C beginnt zu verschwimmen. Ihr Gesicht ist direkt über mir. Aus Gründen, die mir entgangen sind, liege ich inzwischen auf dem Boden. Ich schrumpfe und die Duschkabine wächst. Das Bad entfernt sich langsam. Nein, es löst sich auf. Weißer Graupel, Schneefall, Ende des Programms. Ich erinnere mich gut an diesen letzten Moment. Ich erinnere mich, wie ich im Graupelrauschen von einer auf die andere Sekunde restlos beherrscht bin von dem Gedanken, noch Bescheid zu sagen. Ich muss es C noch sagen, eine Nachricht geben darüber, was im nächsten Moment mit mir geschehen wird. Das ist meine Pflicht. Genauer gesagt geht es plötzlich um alles. Ohne Bescheid wird sie nicht wissen, wohin ich jetzt verschwinde und wie sie mich wiederfinden kann. Wir würden getrennt ohne ein Wort, was den Eintritt vollkommenster Verlorenheit bedeutet. Augenblicklich breche ich in Panik aus und brülle es in einem fort. Ich trete jetzt weg, Kleine. Ich trete jetzt weg. Ruhig, ganz ruhig. Du machst das gut, ganz gut. Du bist sehr tapfer, flüstert C. Sie hat das Telefon in der Hand. Bis dahin. Vielen Dank, Lutz Seiler, für diesen Text. Vielen Dank, Angela Steidele, Eva Menasse, Matthias Navrat und Lutz Seiler, für die Texte, für die Bilder, die es im Internet auf der Seite des Literarischen Kolloquiums zu sehen gibt. Vielen Dank für das Gespräch an euch. Vielen Dank euch und Ihnen fürs Zuhören, Zugucken, für die Aufmerksamkeit. Am nächsten Dienstag, am 16. Februar, gibt es Stoffe 2, dann mit Sandra Gugic, Berit Glanz und Daniela Dröscher. Darauf freue ich mich. Gucken Sie gerne wieder zu. Schönen Abend und bis bald. Danke. Tschüss. Tschüss.